Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Fachgespräch der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Zum dritten Mal diskutieren Experten über das Thema innere Sicherheit. Diesmal geht es um die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, also die Nutzung von Verbindungsdaten zur Verbesserung der Verbrechensbekämpfung. Thema. Bei dem Thema, über das wir heute sprechen, geht es nicht um Gesprächsinhalte oder um die Inhalte von Mails, sondern es geht ausschließlich um Verbindungsdaten, also wer hat wann mit wem Kontakt gehabt. Wie wichtig solche Daten für die Ermittlungsbehörden sind, erklärt Oberstaatsanwalt Rainer Franosch am Beispiel Internetkriminalität. Er berichtet über kriminelle Netzwerke, bestens verschlüsselt, in denen im großen Stil Drogen verkauft werden. Terroristen können sich dort automatische Waffen und gefälschte Ausweise beschaffen und sogar Auftragsmorde werden angeboten. Wir haben inzwischen aber auch in Deutschland den ersten belegten Fall, und zwar in Hessen. Hier hat ebenfalls eine Person über Internet, über das Darknet, seine Dienste als Hitman angeboten. Durch die technischen Strukturen des Darknet ist es ausgesprochen schwierig, an die Täter heranzukommen, da sie eben durch die Anonymisierungssoftware zum Teil geschützt sind. Es ist uns in der Vergangenheit gelungen, mit hohem technischen Aufwand diese Anonymisierung und Verschlüsselung zu brechen. Und gerade in diesen Fällen, in denen es uns gelingt, diese Anonymisierung zu brechen, sind wir auf IP-Adressen angewiesen und sind wir auf die Vorratsdatenspeicherung angewiesen. Denn wenn eine IP-Adresse zu alt ist, nützt sie uns derzeit nichts. Das heißt, wenn mit hohem Aufwand eine Verschlüsselung bricht, an reale IP-Adressen gelangt, greifen wir heute trotzdem häufig ins Leere, weil uns die Vorratsdatenspeicherung fehlt. Auch um Terrornetzwerke aufzudecken, könnte die Nutzung von Verbindungsdaten ein wesentliches Hilfsmittel sein, sagt der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes Peter Hensler. Im konkreten Fall eines in Hessen festgenommenen Islamisten fanden die Ermittler ein enormes Waffenarsenal. Hintermänner und Kontaktpersonen des Mannes bleiben aber verborgen. Was hat er für Verbindungen? Gehört er zu einem Netzwerk? Wo hat er die Waffe her? Wo hat er sich aufgehalten? Mit wem hat er kommuniziert? Ist er ins Internet gegangen, hat irgendwelche Ziele ausgekundschaftet? Hat er möglicherweise weitere Informationen eingeholt, Bombenbauanleitung und so weiter und so fort? Es ist uns nicht möglich. Es ist uns nicht möglich, diese Ermittlungen nach hinten zu tun, weil schlicht und einfach die Kommunikationsverbindungsdaten nicht zur Verfügung stehen. Rechtsprofessor Ferdinand Wollenschläger von der Universität Augsburg ordnet die juristischen Rahmenbedingungen ein, die ein Gesetz zur Speicherung von Verbindungsdaten erfüllen müsste, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen. Demnach dürfen Verbindungsdaten maximal 6 Monate gespeichert werden. Sie müssten hinreichend gut auf Servern in Deutschland gespeichert sein. Berufsgeheimnisträger wie Journalisten müssten ausgenommen sein. Und die Nutzung der Daten durch die Strafverfolgungsbehörden dürfte nur bei schweren Straftaten und mit richterlicher Genehmigung erfolgen. Schon hingewiesen, in der Europäische Gerichtshof eben klargestellt hat, dass nach Artikel 6 der Europäischen Grundrechtecharta jeder Mensch nicht nur das Recht auf Freiheit hat, sondern auch auf Sicherheit. Und diesem Recht auf Sicherheit kommt der Gesetzgeber eben dadurch nach, dass er die Möglichkeit schafft, Verbindungsdaten zu speichern und auch zu nutzen. Es ist von allen Fachleuten noch einmal klar gesagt worden, dass weder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts noch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die Verwendung dieser Daten verbietet. Nein, es ist klar geworden, das ist ein wichtiges Ermittlungsinstrument, um schwerste Straftaten aufzuklären. Aber klar ist auch, der Zugriff auf diese Daten muss an ganz klare und auch an sehr enge rechtsstaatliche Voraussetzungen geknüpft werden. Und genau daran wollen wir arbeiten. We'll be right back.